Guten Morgen zusammen. Heute will ich was über BlueJay und Git erzählen. Git ist eine verbreitete Software, die das Zusammenarbeiten im Team ermöglichen soll. Es ist ja schon schlimm genug, wenn man alleine arbeitet. Da hat man oft verschiedene Versionen einer Datei und speichert die im Ordner unter den verschiedensten Namen ab. Es gibt so Systeme, die verwalten das, dass man eigentlich nur eine Datei sieht, aber im Hintergrund sind alle Zustände von früheren Speicherungen noch vorhanden. Sowas macht Git auch. Und außerdem ermöglicht Git eben die Zusammenarbeit. Es gibt einen zentralen Rechner, hier, auf dem liegen quasi die Dateien, und alle Beteiligten schicken ihre aktuelle Fassung des Codes an diese Zentrale, tauschen die miteinander, holen sich aktuelle Fassungen von anderen, sodass jeder den aktuellen Code hat. Das bietet sich an, wenn man bei einem Softwareprojekt verteilt arbeitet. Da gibt es ja viele Klassen und jedes Team arbeitet an einzelnen Klassen. Es gibt dazu ein Beispielprojekt, Git Example. Das muss man in einer relativ neuen BlueJay-Version öffnen. Das sieht dann so aus. Es gibt eine abstrakte Klasse Tier und eine Unterklasse Kuh dazu. Damit man mit Git arbeiten kann, muss man erstmal die Teameinstellungen freischalten, wenn das noch nicht geschehen ist. Im Menü Ansicht, Show Teamen, Test Controls, das einschalten, dann sieht man hier die Teamwork-Einstellungen. Da steht Aktualisieren, Commit, Push und Status. Und die schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Aktualisieren heißt, man schaut, welche Neuerungen auf dem Server da sind von den anderen Programmierern und Programmiererinnen, lädt die herunter, löst eventuelle Konflikte, dazu später mehr, braucht allerdings Zugangsdaten, weil es soll ja nicht jeder an die Dateien auf dem Server kommen. Sobald man auf Pull aktualisieren klickt, muss man Zugangsdaten eingeben. Die speichert sich BlueJay, aber einmal muss man sie eingeben. Das sind insbesondere ein Name, den kann man selbst wählen, aber bitte bleibt immer beim gleichen Namen, damit man weiß, wer was abgegeben hat. Man gibt in der Regel die E-Mail an, mit der man bei dem Server hier registriert ist, den Benutzernamen auf dem Server und das Passwort. Denn ja, man braucht ein Konto bei dem Git-Anbieter. Das ist jetzt für dieses Beispiel GitHub. Datenschutzrechtlich nicht völlig sauber. Vielleicht gibt es schon eine andere Fassung, wenn ihr den Video seht. Ganz wichtig, hier oben beim Servertyp Git auswählen. Und die Adresse, wo denn eigentlich dieses zentrale BlueJay Git Example liegt. Sicherheitshalber sollte man auch mal die Verbindung testen. Dann gibt es ein OK. Wenn sich nichts geändert hat, sieht das danach so aus wie vorher. Es gibt immer noch die zwei Klassen. Man kann jetzt mal auf Status klicken. Dann sieht man, man sieht, die Klasse Kuh, Klasse Tier hat sich nichts geändert. Diagrammlayout, da hat man lokal, also am eigenen Rechner, was geändert. Das macht BlueJay immer, das kann man ignorieren. So, nächster Schritt, mal selber etwas ändern. Wir haben wieder unsere Klassen Kuh und Tier. Wenn ich jetzt an der Klasse Kuh etwas ändere, zum Beispiel links sehen wir den alten Code, die Kuh gibt den Laut Mu zurück. Das ändere ich jetzt auf Return Mu, ein kürzeres Mu. Gut. Wenn ich danach auf Status klicke, zeigt mir das System an, dass sich lokal bei Kuh etwas geändert hat. Gut, und diese Änderungen möchte ich jetzt an den Server übertragen. Dazu gibt es Commit, Push, hier einen Überblick.
Die Änderungen werden auf den Server übertragen, können damit auch den anderen zur Verfügung stehen. Für BlueJay nicht wichtig ist der Unterschied zwischen Commit und Push. Nur ganz kurz. Commit speichert es quasi nur auf dem eigenen Rechner zwischen und erst Push überträgt es dann auf den zentralen Server. Das hat Vorteile für viele Sachen, die man mit BlueJay gar nicht machen kann. Vielleicht später mal mehr dazu. Also, man hat lokal etwas geändert, klickt dann auf Commit Push, sieht dann nochmal, aha, hier hat sich was geändert, Q ist verändert worden. Bevor man das jetzt abschicken kann, muss man, das ist gar nicht blöd, einen Kommentar abgeben. Einfach, dass man sieht, was passiert ist. Ich habe mal eingegeben, Q-Geräusch verbessert und danach ist der Knopf zum Committen, zum Speichern freigegeben. Einmal Committen, dann ist es lokal gespeichert, ist aber noch nicht auf dem Server. Das passiert erst hier. Jetzt ist Q nämlich fertig zum Abgeben. Ich klicke auf Push. Dann wird es auf den Server geschickt. Der Nächste, das aktualisiert, kriegt dann die neue Q. Wenn ich mehr ändern möchte, und das wird dann später die erste Testaufgabe werden, legt eine Unterklasse zu Tier an. Q ist ja schon vorhanden, aber eine neue Unterklasse, Papagei zum Beispiel. Tier ist eine abstrakte Klasse. Das heißt, es gibt zwei Methoden. Verzeihung, den Papagei anlegen. Dann sieht man hier, wenn ich auf Status gehe, Papagei, Status neu, neu angelegt. Papagei muss zwei Methoden haben, um überhaupt als Tier Unterklasse gelten zu können. Das steht in der abstrakten Klasse Tier drin. Nämlich die Klasse Tier ist selber abstrakt, man kann also kein Objekt davon anlegen. Es gibt eine fertige Methode, wie macht das Tier? Die druckt dann aus, naja, die ruft die eigene Methode, gib Name auf und dann macht, gib laut auf und druckt das dann aus. Zum Beispiel, die Kuh macht Mu. Allerdings muss es dazu die Klasse gib laut und gib Name geben, die sind ja als abstrakte Klassen vordefiniert. Jede Unterklasse, Papagei, Kuh, muss diese Methoden gib laut und gib Name implementieren. Das war's fast schon. Jetzt noch kurz zur Webschnittstelle. Denn Git ist nicht nur über BlueJay zu erreichen, sondern auch über das Web. Dort hat man einfachen Zugang zu vielen Sachen. Ja, alle Änderungen und alle Zustände, auch die von den anderen, werden lokal gespeichert. Außerdem gibt es eine zentrale Speicherung auf diesem Projektserver und auf den kommt man entweder mit BlueJay eingeschränkt über die Kommandozeile oder übers Web hin. Das sieht dann so aus am Anfang. Ganz am Anfang sieht man hier die Klassen Kuh und Tier. Die habe ich zum ersten Mal hier angelegt. Wenn ich jetzt meine Kuh geändert habe, sieht man hier, aha, sind immer noch die Klassen, aber Kuhgeräusch verbessert. Das ist der Kommentar, den ich vorhin eingegeben habe und da ist er sichtbar und das ist ganz praktisch. Es gibt noch tausend andere Sachen bei der Webschnittstelle, die was mit Git zu tun haben oder auch nicht. Was gibt es denn? Releases und Packages. Es gibt Branches, verschiedene parallele Versionen, die man mit Git haben kann. Ein Wiki kann man anlegen, Issues zum Fehler tracken und angeben, brauchen wir für den Anfang nicht. Ich habe ja hier das BlueJay-Projekt Git Example vorgegeben. Wenn man ein neues Projekt anlegen möchte, liest man am besten erstmal dieses Tutorial hier. Wichtig, man kann nicht in BlueJay ein neues Projekt anlegen. Man muss auf dem Server, zum Beispiel über die Web-Schnittstelle, ein neues leeres Projekt anlegen. Und dann muss man in einem BlueJay-Projekt bei Team-Einstellungen, Share, die Server-Einstellungen richtig eingeben. Alternativ, man holt ein fertiges Projekt vom Server, statt das eigene Projekt dort hinzuladen. So, die Aufgaben jetzt. Erstens,
ein Konto bei GitHub anlegen. Später gibt es vielleicht eine datenschutzkonformere Lösung, aber man braucht einen Zugang bei dem Server. Wer keine übrige E-Mail-Adresse hat oder das nicht tun möchte, gibt mir Bescheid. Ich kann dann eine Dummy-Adresse anlegen mit meiner E-Mail-Adresse, mit einem Passwort, das Sie natürlich dann wissen, mit dem Sie sich dann anmelden können. Zweitens, im Moment kann nicht jeder an diesem Beispielprojekt mitarbeiten. Das kann jeder öffentlich einsehen, aber nicht jeder dazu beitragen. Damit ich Sie dem Team hinzufügen kann, müssen Sie mir Ihren Benutzernamen zukommen lassen. Dann tue ich Sie ins Team rein. Dann können Sie erstens das Beispielprojekt öffnen und erstmal aktualisieren. Inzwischen sind bestimmt schon neue Daten da, von den anderen Schülern und Schülerinnen vielleicht. Die Adresse des Servers ist die hier. Vielleicht ändert sich das noch, wie Sie den Video sehen. Dann, nächste Aufgabe, eine eigene Unterklasse zu Tier anlegen. So wie mein Papagei. Die Unterklasse muss natürlich die Methoden GibName und GibLaut dann implementieren. Dann mal probeweise einen Commit oder Push durchführen und Ihren Code auf den Server übertragen. Wenn zwei Leute gleichzeitig, semi-gleichzeitig an der gleichen Klasse arbeiten, gibt es Konflikte. Die kann man auch lösen, aber für den Anfang ist es leichter, wenn jeder nur an der eigenen Klasse arbeitet. So, das war's fürs Erste.